Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir. Ah. Und Alter, ihr. Genau, wir haben alle Missionen quasi in der letzten Folge, naja, gelöst und können jetzt zu unserem nächsten Antrag voranschreiten. Ihr, was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nahe. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Das werden wir tun. Snack dir die Feder, Digga? Yep. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Ganz genau. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnis. Processing, processing. Ah. Anschlag. Okay. Alles klar. 300 Meter. Wir gehen nochmal kurz auf die Karte und markieren das nochmal richtig genau. Wir müssen nach hier hinten. Genau, das letzte Attentat wird wahrscheinlich hier vollstattet werden. Denn wir müssen in jede Stadt, glaube ich, zweimal, wenn ich das richtig... Oh, shit. Was ist deren Problem? Ich hoffe... Oh, shit. Ich werde wieder runter von den Straßen müssen. Denn wir haben ja in der letzten Folge gesehen, ich bin... Die machen ein Rennen. Ich bin quasi nur angegriffen worden, weil ich da lang gestratzt bin. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe niemanden angerempelt. Und bin trotzdem, naja, alarmiert. Oder habe trotzdem Leute alarmiert. Entweder hatte ich einen Mega-Bug, was ich bezweifle. Oder der Typ hat einfach eine richtig miese Hitbox, die ich einfach mal aktiviert habe. Was natürlich definitiv der Fall sein kann. So. Kleine Stückchen haben wir noch vor uns. Zack. Haben wir den weggesnackt. Und können da in Ruhe rüberstratzen. Haben wir noch einen Aussichtspunkt? Oh, da hätten wir noch einen Aussichtspunkt. Oh, den snacken wir nochmal mit. Den snacken wir nochmal mit. Stirb, Toni. Stirb. Und wenn wir den nicht schon haben, heißt es. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Das kostet euch euren Hals. Okay. Ich glaube, den hatte ich zwar schon, aber das, naja, kann ja nicht schaden. Du dreckiger Dieb! So. Hat auch geklappt. Nice. Okay, jetzt hatten wir... Nee, genau, den hatten wir noch gar nicht gehabt. Oh, wir müssen noch ein ganzes Stück hier. Aber dadurch haben wir natürlich ein bisschen wieder was von der Karte aktualisiert. Ja. Was natürlich ziemlich geil ist. Na komm. Und sorry nochmal dafür, dass ich in der letzten Folge ein bisschen salty geworden bin. Manchmal regt einen sowas ein bisschen auf. Okay. Schnell weg hier, bevor wir wieder Aufsehen erregen. Und hopp. 137 Meter haben wir noch. Ich benutze selten das Adlerauge, fällt mir gerade so ein. Das war ziemlich geil. Hopp. Okay. Aber hin und wieder kann man das schon mal ganz gut nutzen, denke ich. So, 88 Meter noch. Und... Genau. Und abgerollt. Okay. Nein. Mensch. Jedes Mal aufs Neue. Okay, dann wollen wir hier erstmal wieder hoch. Na komm, Alter, hier. Hier wartet diesmal kein Party People auf dich.
sondern du musst hier einfach nur hochklettern, wie ich es dir sage, ganz genau so. Definitiv. Geht nicht, nicht zu suchen. Geht. Zutritt verboten. Hinfort mit euch. So wollte ich das eigentlich haben. Okay. Da haben wir zwei Leutings. Die wir jetzt versuchen, einen nach dem anderen auszuschalten. So, dann walken wir mal noch mal eine Runde rüber. Auf die andere Seite, weil wir sonst... Das ist ein frecher Dude, sind du fällst schöner um, Junge. Fällst schöner um, danke. Und wir sollen nach dort unten. Da haben wir allerdings noch einen Haufen Party-Leute. Deswegen werden wir da von der anderen Seite rübergehen. Ich versuche es diesmal ein bisschen sneakiger zu machen. Damit wir richtig sneaky-beaky abgehen können. So. Noch können wir nichts erkennen. Oh, da ist der gute Dude. 3000 Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Alles klar, das ist unser Ziel. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Ist seine Frisur ein Hintercut? Nur mal so als kleiner Denkanstoß. Okay. Wir müssen jetzt dort hinein. Kommen wir am besten... Ah ja, alles klar. Von da oben rüber. Alter Vater, die sind gute... Organisiert die Jungs. So. Jetzt sind wir erstmal hier hochgestratzt und gucken mal, wie wir hier am besten weiterkommen. Müssen wir erstmal hier wahrscheinlich noch rüber. Okay, das war ziemlich lässig. Und auf geht's. Hoch mit dir, Alter, hier. Mann, das ist ganz sneaky-beaky. Leise und langsam. Oh, Gott sei Dank nicht runtergefallen. Das wäre jetzt ziemlich ätzend gewesen. Wen ist noch eine Flagge? Schert euch fort! Du wirst gut! Ah.
Okay. Da dachte ich mir zwar... Wow. Der lebt noch, der Junge. Okay, Junge. Ciao. Fall nach vorne, fall. Komm, komm. Ihr habt schön hier geblieben. Da vorne habe ich nämlich noch eine Flagge gesehen. Die wollen wir uns ja noch wenigstens snacken. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Oh, Kacke. Okay. Dann machen wir nochmal. Benutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern. Da fällt einem noch nichts mehr zu ein, oder? Und es kann sein, dass ihr in der Aufnahme wahrscheinlich mein Telefon gehört habt. Wenn ja, tut mir das sehr leid. Ich habe es gerade mit den Kopfhörern nicht mitbekommen. Langsam leise Sneaky Beaky. Und auf geht's. So. Okay, und hoch mit dir, hoch mit dir. Komm, 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 das geht jetzt ein bisschen fixer. Wir haben gerade ein bisschen Zeit verloren, um unser Attentat zu vollführen. Hopp. Und hopp. So. Schön. Ja, jetzt der Typ da vorne. Das ist natürlich besonders cremig. Oh shit. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Schert euch fort. Hier haben wir den nächsten. Aktivieren wir uns natürlich. Um im Sneaky Beaky wegzuschnetzeln. So. Wo war jetzt die Flagge? Wird das schon so weit? Ah, da vorne ist die Flagge. So. Und Gott sei Dank, die haben wir so gekriegt. Interessant, interessant. Die Tür ist natürlich verschlossen, das war ja klar. Aber wir kommen natürlich hier oben durch. Und könnten uns rein theoretisch zu einem Nickerchen hier reinlegen. Okay, weiter geht's. Ihr seid hier nicht erwünscht. Okay, Messerdiebstahl, wir haben jetzt alle geplättet. Okay, komm, 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 wir brauchen keine Verstärkung, Jungs. Jetzt machen wir ganz in Ruhe.
mit dem König gesprochen und bringe schlimme Kunde. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Er beschuldigt uns, unsere Pflicht verletzt zu haben. Er erkennt nicht...